Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir haben noch etwas anzuschließen an das örtliche Stromnetz, nämlich die Verbrennungsanlage. Da würde ich sagen, gucken wir gleich mal. Das müsste eigentlich Starkstrom sein, ist es auch. Einmal diesen und dann aber einmal ab unter die Erde natürlich. Weil wir brauchen diese Leitungen nicht hier oben. Wo haben wir denn den Starkstrom? Da hinten zum Beispiel. Machen wir das mal so. Und dann hier rein. Ich weiß, man müsste nicht zwingen zu den Punkten. Man kann das auch einfach irgendwo hier, ja, im offenen Netz sozusagen verbinden. Jetzt haben sie es aber so gemacht. Und ja, jetzt hat das Teil Strom. Sehr gut. Ist auch genug weit weg. Also das kann hier Schmutz machen, wie es will. Was haben wir jetzt hier hinten? Hier ist irgendwie Käse, weil... Ist den schon wieder zu laut? Oder was haben sie für ein Problem? Tatsächlich, den ist zu laut. Oder ist es zu laut? Und da sind wir wieder bei den kleinen Wohnungen. Ach du grüne, hohe Kriminalität. Also zu laut ist es nicht mal. Okay, wir haben hier eine hohe Kriminalität. Das müssen wir uns mal ansehen. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nie. Hier ist doch grün. Kriminalitätswahrscheinlichkeit gering grün. Ja gut, es geht ins Rötliche rein. Ja, dann müssen wir halt nochmal schnell gucken bei der Polizei. Eine Polizeistation haben wir eigentlich. Eine Polizeiwache. Da unten. Ja, dann brauchen wir hier noch eine. Mach die mal zack dahin. Okay, freut die Leute, dann müsste das doch runtergehen. Was können wir hier noch anbauen? Das ist natürlich auch immer noch so eine Sache. Eine Garagenerweiterung. Ja, die machen wir. Zack, einmal den. Dann sollten wir das hier hoffentlich in den Griff kriegen. Nicht, dass die Leute hier tatsächlich alle flüchten, weil wir irgendwie ja ein Problem mit den Kriminellen haben. Schule. Oh ja, wir haben ja das Ding noch freigeschaltet. Ja, die Fachhochschule. Machen wir. Wohin mit der Fachhochschule? Hier oben hätten wir Gewerbe. Hier haben wir die Sekundarschule. Ich denke, das ist nicht mal so verkehrt, wenn das in der Nähe ist. Weil wir haben hier eine Bushaltestelle. Da machen wir die Schule hier hin. Straße kriegt er gleich. Zack, einmal so. Jetzt habe ich nicht mal geguckt, was das kostet. Wir sind schon wieder so weit, dass wir da gar nicht mehr drauf achten. 50.000 in der Stunde, okay, bei 2,2 Millionen. Ja gut, dann kann man auch eine Schule hinstellen. Also das ist weder verboten noch schlecht. Aha, du brauchst den Straßenanschluss hier vorne. Dann kriegst du den. Dann machen wir eine Sackgasse. Ich möchte hier nicht irgendwie Durchgangsverkehr, sondern das machen wir so. Zack, einmal diesen. Wunderbar. Und Strom haben wir dann natürlich. Und jetzt schauen wir noch schnell die Erweiterungen. Ein Flügel für mehr Wissensbildung. Brauchen wir noch nicht, aber die Bibliothek für 200.000, die machen wir. So, weil das fördert sozusagen dann den Schulabschluss. Und das Gute ist halt tatsächlich, ja, wir haben hier eine Bushaltestelle. Das Problem ist, da kommt man da hinten nicht hin. Da muss man alles außen rum laufen. Das könnten wir vielleicht beheben, wenn wir hier einfach einen Fußweg machen. Eine Gasse. Beide Richtungen? Nee, möchte ich eigentlich auch nicht. Prinzipiell Fußgänger. Das klingt gut. Oh, guck mal hier, wie die Leute da tatsächlich irgendwie daherkommen. Aus dem Busdingens raus. Okay, haben wir verbunden. Das heißt, jetzt kommt man da auch hin. Ja, das sind alles Leute, die tatsächlich von den Bussen herkommen. Wo gehen die hin? Kann ich hier eigentlich auch gucken? Ja, die, da kann ich auch gucken. Die möchte nach da hinten. Ich hoffe, das macht sie, auch wenn es hier eingezeichnet ist. Doch, doch. Das funktioniert. Ja, und dann haben wir natürlich hier hinten dann wieder irgendwie, dass alle über die Straße wollen. Ja, jetzt kommt die ganze Stampede. Ist aber eine relativ ruhige Gegend hier tatsächlich. Das können wir lassen. Einen Parkplatz haben wir hier noch. Ne, Blödsinn, das ist kein Parkplatz, das ist ja die Schule. Ja gut, da hast du halt Leute. Das ist ganz klar. Die da rumlaufen. Und es ist ja okay, dass sie die Busse nutzen. Passagiere 11 von 80, also da haben wir auch keine Überlastung. Da bin ich auch schon mal froh. Dann haben wir hier eine Schule, da eine Schule. Grundschulen haben wir auch. Wir können mal schnell gucken. Ja, ist okay. Das ist alles im grünen Bereich. Die Uni haben wir natürlich noch nicht. Die kommt dann noch dazu. Dann haben wir bei der Feuerwehr. Oh, da fehlt uns das Geld tatsächlich. Oh, das ist relativ teuer hier tatsächlich. Was ist das? Das Depot könnte man machen. Das bringt uns aber noch nichts. Und die Feuerwachttürme für 46.000. Würde ich tatsächlich mal einen hinsetzen hier. Damit wir hier halbwegs sicher sind. Und hier oben in der Industrie das Gleiche. Weil Wald haben wir. Das ist relativ klar ersichtlich. Gut, die melden dann halt einfach. Tatsächlich, wenn wir natürlich Feuer haben. Aber eben, wir brauchen im Prinzip die andere Feuerwache. Aber wir haben es gesehen. Das ist dann geldtechnisch schlicht noch nicht machbar. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Fängt jetzt wieder einer an zu labern?
Nee, da ist noch mal. Moment. Ich höre gar nichts mehr. Keine Musik, kein Gelaber. Ja, dann. Oder habe ich es zu leise eingestellt? Ich höre nur Pling Pling. Jetzt kommt Musik. Okay, gut. Da musste das Spiel zuerst mal gucken, was als nächstes kommt. Okay. Hier sehen wir Nachfrage. Und zwar, oh, nach allem. Oh, sogar nach hoher Dichte. Auch wenn hier immer noch unbesetzte Gebäude sind. Das ist halt schon eher merkwürdig tatsächlich. Aber okay. So, da bin ich wieder. Ja, und wer hier regelmäßig zuguckt, der ahnt es eh. Richtig, ich wurde unterbrochen. Oder gestört. Ist aber egal, das gibt einen Schnitt, ihr werdet es kaum merken. Ich kann da nicht viel machen. Hier ist tatsächlich teilweise ein Gelaufe, wie auf einem Busbahnhof. Aber gut. Ich glaube genau. Ja, ich habe ja noch festgestellt, wir haben tatsächlich, ullala, Nachfrage nach fast allem. Ja, und vor allem Wohnfläche mit hoher Dichte. Ich glaube, da wollte ich ansetzen. Das machen wir jetzt mal. Die hohe Dichte haben wir hier. Was ist denn hier noch gesperrt? Die Wohnhäuser, okay. Aber die billigen Mietwohnungen, die haben wir hier. Wo machen wir das? Ich hätte gerne ja so eine Art Zentrum. Das wird schon irgendwo hier oben sein. Vielleicht bis hier runtergezogen. Hier dann Miami Beach. Mhm. Das wäre ungefähr mein Ansinnen. Dann würde ich sagen, machen wir hier doch mal so ein Dingens hin. Geht da das Ganze schon zurück? Ich hoffe es mal nicht. Ja, das muss ich hier mit dem kleinen Ding machen. Weil den ganzen Reiter dort möchte ich nicht mit solchen Wohnungen besetzen. Dann lassen wir hier mal frei für die Wohnungen. Hier hinten könnten wir noch mal ein, zwei Büros machen. Das können wir auch wieder mit dem großen Kollegen hier tun. So, Büros. Dann haben wir Nachfrage wie immer nach Gewerbe. Wir haben aber hier auch noch Nachfrage nach mittlerem Wohnen. Jetzt brauche ich wieder den kleinen, aber da können wir ja hier oben weitermachen. Hier wird ja auch gewohnt. So, wohnt mal fröhlich. Zack, zack, zack. Wollt ihr noch einen Park? Natürlich wollen sie einen Park. Den kriegt er, eine Feuerstelle. So, ich hoffe, da brennt nichts. Zumindest nicht in der Nähe der Häuser oder bei den Häusern, aber sonst haben wir eine Feuerwehr. Gut, gehen wir nochmal gucken. Jetzt haben wir ein bisschen was gemacht. Ja, das ist zurückgegangen. Büros sind weg, Industrie ist noch vorhanden. Also im Sinne der Nachfrage. Gewerbenachfrage. Ja, die geht nie zurück. Da können wir machen, was wir wollen. Gut, wir machen noch dünn besiedelt. Ja, zwar den hier. Hier wird mal noch dünn gesiedelt. Aber wir besiedeln dünn. So, okay, haben wir. Dann das Gewerbe, weil das... Ja, es geht halt nicht zurück. Machen wir halt nochmal Gewerbe. Hier vielleicht sogar nochmal in der Mitte. Das wäre, glaube ich, gar nicht so falsch. Wir machen den ganzen Bereich hier oben Gewerbe. Unten dann nochmal Wohnungen. Dann sollte das jetzt auch ein bisschen zurückgehen. Dann Industrie. Wir haben hier ja noch ein bisschen ausgebaut, oder nicht? Jawohl, hier außen rum. Ach, und hier haben wir eh schon weitergemacht. Okay, hier Industrie in Richtung... was ist das gleich nochmal hier oben? Die Entwässerungs... Ne, wie heißt das Ding? Saubermachwasserdingens. ne, das ist die Verbrennungsanlage sogar. Okay, haben wir hier Verkehr? Nö, geht? Ja gut, dann ist er gut. Haben wir irgendwo Stau? Hier vorne steht was? Oder was haben wir hier? Ne, das ist tatsächlich wieder hohe Miete. Okay, da müssen wir hier umzonen. Was hatten wir hier? Das sanfte Grün wahrscheinlich. Da machen wir das hier ein bisschen teurer. Aber nicht den ganzen Bereich, sondern das machen wir wieder mit dem hier. Dass wir den mal hier zack so nehmen. Okay, dann wird dort auch neu gebaut. Machen wir den noch. Dann sollten wir es eigentlich haben. Oder fehlt da noch einer? Kommt, wir machen den ganzen Bereich. So, irgendwie so. Gut, und dann bitte, ja, neu bauen. Dankeschön. Was haben wir an Einwohnern? Knapp 10.000. Es geht voran. Und wir haben, ja... Geld ausgegeben, klar. Also wir hatten schon 2,4, glaube ich, hier beim Geld. Da sind wir ein bisschen nicht mehr so hoch. Ich möchte mal nochmal schnell gucken bei der Produktion. Das haben sie schon reguliert hier. Also das sieht natürlich ganz, ganz anders aus, wie das, was wir früher hatten. Eben, da hatten wir, ich habe schon mal gesagt, irgendwie, keine Ahnung, hier bei Baumwolle oder was auch immer, das ist einfach irgendwie 1000 Tonnen und solche Scherze. Also hier passt das schon. Was wir sicher mal nochmal machen können... Weil so macht Sinn. Also so können wir tatsächlich das auch befriedigen, dahingehend, dass wir wirklich genug Industrie machen. Spezialindustrie. Wir machen aber eine Hühnchenfarm. Damit die genug zu futtern haben hier. Einmal Hühnchen haben wir hier. Das können wir machen, wo wir wollen. Dann gucken wir mal. Ja, vielleicht nicht mitten in die Stadt rein. Also vielleicht schon eher hier hinten. Vielleicht hier. Hier eine Hühnchenfarm. Eine große. Eine Straße kriegt er. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich sehe natürlich jetzt wieder nicht. Doch, ich sehe es. Ich wollte gerade sagen, wie lange ich jetzt gerade aufnehme, weil ich wurde ja vorher eben unterbrochen.
Das ist immer ein bisschen tricky. So, also die Straße so. Und dann, wo gehen wir denn hin mit der Straße? Nach da hinten oder wir gehen hier runter? Kommt jemand das folgendermaßen? Wir haben doch hier eine Straße. Wir machen hier eine Abfahrt. Und zwar hier hin. Batz, dann ist das angeschlossen. Aber nicht am Stromnetz. Und auch nicht beim Abwasser, weil das ist eine Schnellstraße. Also das funktioniert nicht. Da müssten wir noch hier unten hin. Kommt, das machen wir. Wir ziehen hier eine schöne Straße rauf. Und zwar so. Einmal hier hin. Dann vielleicht die Kurve mal noch aktivieren. Einmal so. Einmal hier rüber. Mit der Brücke. Müsste eigentlich gehen. Brauchen wir hier tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Höhe. Dann gehen wir hier mal auf die 10. Jawohl, dann kommen wir rüber. So, einmal 10 Meter, nochmal eine Brücke rüber. Ich mache das mit Absicht tatsächlich jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, genau gucken, was ich mache, sondern ich mache das tatsächlich ganz bewusst so, dass hier irgendwas entsteht, was dann eben nicht einfach nur gerade ist, beziehungsweise, ja, dieses Kachelförmige halt ein bisschen vermeiden. So, das haben wir angeschlossen. Jetzt sollte es hier auch bessern, genau in Sachen Strom. Jetzt fehlt aber noch das Feld. Und jetzt steht das eigentlich auf der falschen Seite. Kann ich damit nochmal umziehen? Echt nicht? Können wir damit nicht umziehen? Das ist doof. Das ist ja doof, weil ich kann jetzt nur in dem Bereich hier natürlich das Ganze mal mit den Hühnchen. Wisst ihr was? Das werden wir nochmal kurz schreddern. Das kostet ja nicht viel. Weil wir brauchen das Teil natürlich auf der Seite hier. Zack. Dann kann ich hier ganz anders arbeiten. Was habe ich denn jetzt gebaut? Sag mal, das ist ja nur das Feld. Mach das mal nochmal weg. Hä? Jetzt. Ja, abreißen. Kann ich hier bitte eine gesamthafte, eine ganze Hühnerfarm haben? Jetzt müsste es passen. Wir gehen mal raus. Jawohl, jetzt passt es. Gut. Dann reicht mir mal das Werkzeug. Bis wohin können wir? Bis zu dieser Linie. Die muss man dann erstmal noch erkennen. Da hatte ich jetzt gerade das Problem. So, dann. Ja, ich weiß halt nicht, sollen wir jetzt wirklich. Ich würde sagen, wir versuchen uns der Zahl anzunähern, die wir dort vorgegeben haben. Wenn wir sie nicht ganz erreichen, sie können importieren, das sollte kein Problem sein. Aber es macht natürlich schon mehr Sinn so, mit diesen Zahlen, die wir jetzt haben, weil die kannst du auch umsetzen, also da kannst du arbeiten mit, ist ganz klar. Mit diesen 1000 Tonnen, das hat halt nicht funktioniert. Das ist logisch. Warum geht das hier nicht mehr? Da haben wir wieder den Knubbel. Mhm. Allen Ernstes. Einmal Knubbelhausen. So, den. Dann hier runter. Jawohl, dann haben wir das hier. Hier können wir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen. Ne, können wir nicht, weil hier wieder der Knubbel ist. Aber so geht's. Das noch runter. Ne, da ist die Straße im Weg. Ja, das geht halt gar nicht. Okay, ist aber auch nicht so ein Drama. Aber hier müssen wir da auch noch. Ne, nicht, wenn die Straße im Weg ist. Wie mache ich das denn am besten? Irgendwie so, genau. Bis nach da hinten. Klappt leider nicht, aber wenn ich es hier nehme, dann kriegen wir das hier hin. Jetzt ziehen wir das hier fröhlich hier runter. Jawohl. Jetzt funktioniert. Einmal hier noch raus, einmal den noch. Mhm. Hier nochmal. Ja, das geht nicht so. Im Kleinen funktioniert es nicht, ist aber egal. Wir brauchen das nicht bis unbedingt an die Straße ran. Das spielt ja keine Rolle. Hier noch ausbauen, dass es ein bisschen runter wirkt. So gut wie es geht. Mhm. Hier nochmal ein bisschen runter. Und hier nochmal ein bisschen runter. Hat nicht geklappt. Hier runter. Hier runter. Und dann haben wir unsere Hühnchenfarm. Und wir sehen, das ist doch ordentlich. Also das müsste eine Hühnchenfarm sein, die wir tatsächlich dann auch in dem Sinn spüren. Beziehungsweise, ja, sehen. Gut. Also sehen vor allem. Nee, dass die halt arbeiten, so meine ich. Sieht ein bisschen aus wie so ein Pac-Man. Nicht? So ein bisschen? Gut. Nachfrage. Wir gehen wieder schauen. Nachfrage mittlere Dichte wohnen. Und Büros nicht. Okay, dann würde ich tatsächlich sagen, wir wohnen mal nochmal eine Ecke. Ganz einfach, weil die bezahlen natürlich Steuern. Das freut uns. Hier unten. Sollen wir hier unten was machen? Ich würde sagen, hier vielleicht noch Puffer. Zu weit können wir da nicht rauf. Aber wir haben natürlich hier ja noch Platz. Hier unten können wir definitiv was machen. Und zwar mit der großen Kelle. Uff, neues Gebäude verfügbar. Rubik Apartments. Luxuriös gestaltetes Backsteingebäude, das unzählige visuell inspirierte Aspekte vereint. Okay, werden wir uns gleich gönnen. Wenn ich dran denke. Wobei, jetzt machen wir das und dann schauen wir wegen dem Häuschen. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen.
Dann müsste die Nachfrage hier eh wieder zurückgehen. Und da wird auch schon fleißig gebaut. Sehr schön. Jetzt haben wir hier Stau. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt echt noch anfangen soll zu gucken. Weil wir befinden uns ja auf der Schlussgeraden der Folge. Nee, wir lassen das für den Moment. Wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Was wir jetzt aber wirklich noch machen, ist dieses Spezialgebäude. Hier haben wir es doch. Und zwar bei Wohnen. Luxuriös gestaltetes. Ja, das hatten wir. 8 Wohlbefinden in einem Umkreis von 2 Kilometer. Müsste also zentral sein, das Ganze. Zentral wäre hier. Zack, mach mal. Ja, da sehen wir das Gebäude. Imposant. Hier gleich neben dem anderen Spezialgebäude. Sehr gut. Irgendwie, haben wir das hier hinten grün lassen? Das wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht. Statt dass wir jetzt hier auch nochmal was hinstellen, machen wir hier einen riesigen Park hin. Was haben wir denn an sozusagen vorgefertigten Parks? Ja, die Teile hätten wir natürlich noch, aber die sind mir zu teuer. Solange wir hier nicht wirklich Geld haben, können wir uns das schenken. Und die großen haben wir noch nicht freigeschaltet. Parks? Für 2. Mach mal, dann können wir mal gucken, was wir hier... Wir könnten zu grün lassen, aber ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube nicht, dass die davon profitieren, dass hier Bäume stehen. Wisst ihr, was ich meine? Im Sinne dessen, dass das jetzt eine grüne Lunge wäre oder sowas. Also das wird nicht der Fall sein. Aber... Wenn wir jetzt die großen Parks haben. Großer Spielplatz, großer Platz, großer Stadtpark. Der ist ja klein, der große Stadtpark. Der ist ja noch kleiner. Ja, das Teil hier ist ein bisschen größer. Ein großer Platz, was macht der? Im Zentrum dieses urbanen Platzes befindet sich ein monumentaler Brunnen. Dann kommt hier der Kollege rein. Er braucht mit Sicherheit einen Straßenanschluss. Ich sehe schon kommen. Ist eigentlich schade, weil wozu? Hier muss kein Auto durchfahren. Oder? Ja, ja, klar, braucht man Straßenanschluss. Ja gut, monumental, also ich weiß auch nicht. Ist das ein monumentaler Brunnen? Ja, von der Größe her schon, aber sonst ist das, es ist halt ein Brunnen. Viel mehr ist es nicht. Aber dann machen wir hier auch einen Gehweg, irgendwie sowas würde ich vorschlagen. Eine Schotterstraße oder wir nehmen tatsächlich von hier hinten diesen Weg. Ein asphaltierter Weg, der sich nahtlos mit den Bürgersteigen, weil hier muss kein Auto langfahren. Ich weiß ja nicht, ob das zählt. Nee, mich dünkt, das zählt nicht. Wir machen den jetzt trotzdem mal hier rein. Okay, und dann sehen wir. Nee, der wäre kein Strom geleitet. Das ist natürlich Käse. Da müssen wir hier doch irgendwie sowas nehmen. Eine Gasse. Aber jetzt ist hier schon die andere Straße. Bringt das was, wenn ich das so mache? Oder ich ändere es halt. Kann ich das so ändern, ersetzen? Die Gasse? Nö, das will so nicht. Ich bin schon auf Ändern. Ersetzen, bauen ein anderes. Ja, genau. Ist das das richtige Ändern? Raster, nicht labern. Nein, damit fangen wir gar nicht an heute. Nee, nee, nee. Musik. Ja, Gott, wir reißen doch mal ab, weil das bringt ja nichts. Wenn wir hier einen Fußgängerzugang haben, der dann halt nichts bringt, dann, ja, dann bringt das nichts. ersetzen wieder weg, die Kurve wieder an. Einmal hier runter, einmal da rein. Batz. Dann haben wir das und dann ist das angeschlossen. Viel mehr brauchen wir hier nicht, würde ich auch nicht machen. Außenrum noch ein paar Palmen. Wir gucken mal schnell. Es ist halt wieder... Eben, ich muss halt das setzen. Also das dauert halt Ewigkeiten. Wo hatten wir denn das? Das war hier. Und dann beim Punkt, genau. Dann haben wir hier die Palmen. Und dann haben wir hier das Großflächige. Ja, das sind halt wieder die Mini-Palmen. Ich werde hier jetzt mal alles zukleistern. Egal was es kostet, dass wir hier so einen richtigen Palmengarten haben nachher. So, und wisst ihr was? Dort hinten haben wir noch einen Kreisel. Hier machen wir es auch gleich noch. Das bringt irgendwie, glaube ich, nichts. Oder wurde da was gesetzt? Nee, ich muss ein bisschen kleinflächiger. Wo stelle ich das denn ein? Pinselgröße, genau. Geht immer noch nicht. Brauche ich ja die ideale Pinselgröße. Wäre so. Nee, es überlappt halt wieder. Höhö, Energie. Kann ja nicht verboten sein, dass wir hier was reinstellen. Da, aber jetzt haben wir es auf der Straße. Es ist nicht wahr. Come on. Energie aus. Das kann ich nicht wegbaggern, ich sehe es kaum. Halt, wo ist mein Bagger? Doch, oh, sehr gut. Man kann es einzeln kappen, auch wenn man sieht, der Kreisel da komische Sachen macht. Ja, das muss man ein bisschen genauer machen, ist ganz klar. Hier haben wir schon wieder eine angehende Stampede. Ganz einfach deswegen, weil hier die Bushaltestelle ist. Wie sieht es bei ihm aus hier? Ja, der ist eigentlich voll. Da müssen wir dann wahrscheinlich mal noch weitere Busse installieren. Aber ja, ich denke, das hier ist keine schlechte Sache. Dass das hier halt grün bleibt. Vielleicht hier tatsächlich noch ein Gehweg nach da hinten. Wir gucken, wie wir das machen. Jo, dann wäre es das für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sind bei
10.000 Einwohnern 2,1 Millionen an Kohle, also an Geld, und bei 67.000, die wir pro Stunde verdienen. Finde ich schön. Ich hoffe, ihr auch. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss, bye bye.